Das zweite Projekt trägt den etwas seltsamen Namen Easy SHLS und ich würde mir jetzt gern von Jakob, Moritz, Ben, Emil, Janita, Peter und Paul erklären lassen, was das ist. Herzlich willkommen. Ja. Auch von uns nochmal ein Hallo. Ja, wir sind Moritz, Emil, Paul, Janita, Peter und Ben und Jakob. Und unsere Idee, also zu unserem Projekt Easy SHLS, hat uns der Trend des Smart Homes inspiriert. Und zwar für alle, die das nicht wissen, mit Smart Home Geräten kann man per WLAN zum Beispiel Lichtschalter steuern. Allerdings sind uns an diesen Geräten aber einige Mängel aufgefallen. Und zwar müssen die alten Anlagen komplett ausgetauscht werden. Das heißt, das ist erstmal ein Aufwand und außerdem entstehen dabei erhebliche Putzschäden. Und um diese Mängel halt zu vermeiden, haben wir uns etwas ausgedacht, was Sie Ihnen jetzt gleich erläutern werden. Genau. Wir dachten uns, es ist doch eigentlich eine ganz einfache Sache. Lassen wir doch einfach mal die ganzen Bedienelemente und Schalter, die wir im Haus haben, schon da. Ich meine, die benutzen wir sowieso weiter. Sowas lassen wir uns sowieso nicht abgewöhnen. Und stattdessen haben wir uns dran gemacht, eine Maschine zu basteln, einen Schalter, der quasi den schon vorhandenen Schalter drückt für uns. Ja, unsere Hardware sieht wie folgt aus. Also diese Kiste stellt jetzt mal eine Wand dar und wir haben hier einen ganz normalen Schalter, wie er überall verbaut ist und auch eine ganz normale Lampe, die durch den Schalter quasi an- und ausgeht. So, des Weiteren haben wir, wie man unschwer erkennt, hier einen Mikrocontroller. Das Besondere ist, dass dieser Mikrocontroller per WLAN angesteuert werden kann. Das ist nützlich für die App, die auch gleich vorgestellt wird. Und hier verbunden haben wir einen Servomotor, welcher dann später den Schalter betätigen kann. Sprich, wir haben die Möglichkeit, entweder den Schalter manuell zu betätigen oder dann softwaregesteuert über diesen Servomotor. Ja, und noch was zur Kiste? Die Kiste haben wir mit Hilfe eines Lasercutters geschnitten und jetzt geht's auch gleich schon weiter mit der App. Viel Spaß. Also, mein Job war es, die iOS-App zu machen. Die läuft auf iOS 8 und 9. Bevor ich die aber vorstelle, die Hardware, um das alles zu schalten, kostet insgesamt knapp 20 Euro, was natürlich deutlich günstiger wäre auch als ein eigentlich Smart-Home-System. Also, ich glaube, man kann es nicht sehen, aber man öffnet die App und dann kann man einfach hier einen Schalter hinzufügen von der IP-Adresse und die muss ich kurz eingeben. Die ist bei uns 192.168.2.192. Wir nennen es Licht, fügen es hinzu und können auf Turn On drücken und es geht an. Also zur Android-App sagt euch jetzt Janita was. Ja, also ich war dazu zuständig, die Android-App zu programmieren und die sieht ein bisschen anders aus als die iOS-App, weil wir hier einen Miniatur-Lichtschalter haben auf der App, den wir betätigen können. Also es sieht wirklich aus wie der Lichtschalter und ja, der funktioniert genauso gut. Okay. Und außerdem haben wir bei der Android-App auch noch die Funktion, dass wir einen Timer einstellen können, eine Uhrzeit, dass wir quasi, wenn wir um 7 Uhr aufstehen, dass dann genau um 7 Uhr das Licht angeht. Ja, so, wir freuen uns, dass das schon so gut angenommen wird und freuen uns auch schon drauf, dass das in zahlreicher Weise gekauft werden wird. Und nochmal vielen Dank. Ich hätte noch eine kurze Frage. Ihr habt ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall billiger, als was Smart Home so kann. Was ich mich frage, ist es auch einfacher? Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Lust zu basteln. Ich möchte es dran klemmen und dann muss es funktionieren. Ist das schon so einfach? Also im Moment, ich würde mal sagen, ja. Es ist halt ein bisschen aufwendig, da mit Heißkleber was dran zu kleben. Aber sonst, die iOS-App ist ziemlich einfach zu bedienen, genauso wie die Android-App. Also
Okay, da sollte nichts schief gehen. Wenn Heißkleber kompliziert ist, das schaffe ich. Vielen Dank. Danke.